Von der Partie Dynamo Dresden gegen den VfB Lübeck heißt das Motto frostig, frostiger Dresden. Bei Minustemperaturen wird es trotzdem warm, dank Niklas Kreuzer, den Dynamo-Coach Markus Kauzinski aufbieten musste. Rentschler Königsdörfer war gelb gesperrt auf der rechten Seite und Niklas Kreuzer, dem er eigentlich noch nicht einen allzu langen Einsatz zutraute, musste ran. Dynamo und Schwarz-Gelb, 10. Minute mit dem 1:0 durch Christoph Daferner. Und diese Luxusprobleme musst du erstmal haben. Markus Kauzinski ließ nämlich den Top-Torjäger Philipp Hosina auf der Bank. Aber warum brauchst du den Hosina, wenn es der Christoph Daferner einfach macht? Aus dem Nichts erzielte Dynamo die Führung in der 10. Minute. Und das führte letztlich dazu, dass Dynamo immer mehr Stabilität und Sicherheit gewinnen konnte. Niklas Kreuzer, Lukas Räder mit der Rettungstat, aber die ist nicht präzise genug. 24. Minute, Paul Will probiert es einfach mal und der erzielt das 2:0 für Dynamo Dresden. Apropos Improvisationstalent des Trainers Markus Kauzinski, Jannik Stark, der Vizekapitän, verletzte sich kurzfristig an der Schulter. Die Ausfallzeit ist eben noch nicht bekannt. Paul Will dürfte also immer wichtiger werden. Und hier zeigt das, wie stark der ehemalige Spieler des FC Bayern München sein kann. Wenn er will, dann will er es richtig. Paul Will in der 24. Minute mit dem 2:0 für Dynamo. Wo war der VfB Lübeck? Das Tabellenschlusslicht hatte große Probleme. Dynamo zu dominant. 39. Minute. Und dann zeigt Schiedsrichter Robert Schröder plötzlich auf den Punkt. Tim Knipping gegen Erschin Sehir. Der rückt in die Mannschaft für Mirko Boland. Und tatsächlich ist hier ein leichter Kontakt zu erkennen. Keine Fehlentscheidung, den kann man durchaus geben. 40. Minute, Jannik Deichmann. Das Valentinstagsgeschenk möchte er einfach nicht auspacken. Da kann das Tabellenschlusslicht wieder rankommen. Aber Deichmann versemmelt die Kugel. Es geht also mit dem 2:0 in die Pause. In der Pause wurde nachjustiert. Rolf Landerl brachte Sebastian Härtner in die Partie, stellte seine Mannschaft um von der Vierer- auf die Dreierkette. Und das trug zunächst Früchte. 53. Minute. Torben Deters ist das, aber Kevin Broll ist eben zur Stelle. Der wollte sein 50. Drittligaspiel ohne Gegentor gegen den VfB Lübeck erleben. Und deswegen hat er besonders viel Lust, hier zu parieren. Er wartet lange und ist zur Stelle gegen Torben Deters. Meist ging das Spiel der Lübecker aber nur bis zur Mittellinie. Dann fehlten die Ideen. 60. Minute Dynamo mit dem Konter-Express. Christoph Daferner. Und schauen Sie mal auf den Keeper, Lukas Räder. Der ist draußen, dann rutscht er kurz weg. Und da hinten lauert Niklas Kreuzer. Er ist wieder da. Von 2014 bis 2020 stand er ja schon mal bei Dynamo Dresden unter Vertrag. Er feiert sein Comeback nach Maß und trifft direkt im ersten Spiel schon wieder. Und das, obwohl ihm der Coach Kauzinski gar nicht die volle Spielzeit von Beginn an zutraute. Er zeigt sich super fit. Doch einen hatten wir ja noch. Lübeck bekam noch mal in den Elfmeter. Nur wenige Sekunden später, Kade hier gegen Akono, Handspiel oder trifft er ihn am Bein? Das ist nicht genau aufzulösen. Jedenfalls trifft Erschin See hier noch zum 1:3. Zum Ehrentreffer. Lübeck verliert aber trotzdem mit 1:3 gegen Dresden. Ich habe meine Ecke mir ausgesucht und habe ihn drüber gesemmelt. Also muss ich mir auf jeden Fall ankreiden. Definitiv. Sind schwer ins Spiel gekommen. Kommen dann aber oder wären dann halt durch den Elfmeter wieder rangekommen und dann ist die zweite Halbzeit offen. So haben wir eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt, aber machen halt aus den Chancen halt keine Tore und machen dann im Spielaufbau zu viele Fehler, die dann halt am Ende dann auch zu Gegentoren führen und dann verlierst du das Spiel. Angesichts so vieler Ausfälle muss Dynamo-Coach Kauzinski ein wenig Galgenhumor mitbringen. Den Sieg holt Dynamo, aber trotzdem. Alle warten, dass wir stolpern. Alle warten, auch wir haben Verletzungen, haben eine schwere Zeit gehabt und alle warten irgendwie, dass wir nachlassen. Und wir lassen nicht nach. Wir haben gewonnen und haben wirklich auch einen Grund zu freuen. Dynamo wollte den 3-Punkte-Abstand auf den FC Ingolstadt wiederherstellen, um etwas mehr Ruhe an der Tabellenspitze zu haben. Seit Dezember haben die Dresdner Rang 1 inne und das bleibt auch so. Einer der Männer des Spiels war Paul Will. Er ersetzte Jannik Stark nahtlos.